Herzlich willkommen im Spezialibo. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über Tierabwehrgeräte. Nun, was sind Tierabwehrgeräte? Tierabwehrgeräte sind Gegenstände, die entwickelt worden sind speziell für die Tierabwehr. Das heißt, fallen die Gegenstände nicht unter das Führverbot und sind vom Waffengesetz ausgenommen. Ausgenommen deswegen, weil bei Fußballspielen, öffentlichen Veranstaltungen, Demos und so weiter haben auch Tierabwehrgeräte nichts verloren. Also da wäre ich vorsichtig, nur weil es ein Tierabwehrgerät ist, würde ich es jetzt trotzdem nicht überall hin mitnehmen. Aber ansonsten im normalen öffentlichen Raum, im Wald, auf der Wiese, im Auto etc. ist es erlaubt, dass man Tierabwehrgeräte bei sich führt. Führt heißt, dass es griffbereit am Mann oder an der Frau ist und so jederzeit gegen angreifende Tiere eingesetzt werden kann. Ja, da kommt dann oft die Frage auf, ja, wirkt denn das auch gegen Menschen? Nun ja, also bei vielen Geräten, da gibt es auch Behördenversionen davon und die werden dann speziell gegen Menschen eingesetzt und ich sehe das schon so, dass die auch gegen Menschen wirken, aber die sind entwickelt zur Tierabwehr und nur zur Tierabwehr sollte man diese auch einsetzen. Wenn jetzt einer in Notwehr ist, meine Güte, da muss er sich halt mit dem behelfen, was er zur Hand hat. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dann ein Richter da einen extrem verurteilt, wenn er nur zur Notwehr, die im Moment ist, eben das als letztes Mittel einsetzt, um Leib, Leben und Ehre zu verteidigen. Diesen Notwehrparagraf zum Beispiel, den blende ich euch ein, weil das finde ich auch sehr wichtig, dass man weiß, wie ist denn in Deutschland die Notwehr geregelt und was darf man und was darf man nicht. Also grundsätzlich ist es so, wenn jetzt einer diesen Guardian Angel 2 zum Beispiel bei sich führt und das ist ein eindeutiges Tierabwehrgerät, da steht auch Tierabwehrgerät drauf und wenn er den führt, dann darf er das tun, wenn er auch einen Vorsatz dazu hat, der deckungsgleich mit dem Gerät ist. Sprich, wenn er sagt, er hat es zur Selbstverteidigung dabei, dann ist es in dem Moment nicht so ideal für ihn, weil er impliziert ja dadurch, dass er den Vorsatz hat, das auch tatsächlich zur Selbstverteidigung einzusetzen. Und ich zum Beispiel nehme ein Tierabwehrgerät nur mit dem Vorsatz zur Tierabwehr. Und wenn mich dann einer fragt, warum ich dieses Gerät dabei habe, dann sage ich ihm, das habe ich dabei zur Tierabwehr. Weil das Gerät ist ja auch ein reines Tierabwehrgerät und deswegen habe ich es dabei zur Tierabwehr. Also das ist ganz wichtig, dass es wird dann meistens gefragt bei einer Kontrolle, wofür hat man es dabei, dass man da eben einen triftigen Grund angibt. Wenn jetzt einer sagt zum Beispiel, er möchte da jetzt einen Überfall machen, ist logisch, dass das Teil weg ist und er ein Problem kriegt. Also da ist es schon ganz wichtig, dass man da immer parat hat, wofür man das dabei hat und dass das mit dem Gerät an sich deckungsgleich ist. Also Tierabwehrgeräte würde ich nur mit dem Vorsatz führen, dem Vorsatz der Tierabwehr. Ja, ansonsten, das Ganze steht auch auf den ganzen Geräten drauf. Das heißt, egal welches ihr habt, da muss immer droben stehen zur Tierabwehr. Und wenn dieses Aufkleberchen fehlt oder das nicht draufsteht, dass dieses Gerät jetzt zum Beispiel zur Tierabwehr ist, dann gibt es Problemchen. Also nur aufgrund des Wortes Tierabwehr, das auf dem Gerät draufstehen muss, nur aufgrund dessen ist es erlaubt und nur aufgrund dessen darf man es führen. Also das ist ganz wichtig. Ich würde daher nicht empfehlen, irgendwelche Aufkleber wegzupulen oder so,
weil wenn da nicht mehr Tierabwehr draufsteht, ist es kein Tierabwehrgerät mehr. Und dann gelten ganz andere Gesetzgebungen dafür. Und meistens ist es dann halt nicht zugelassen, man darf es nicht führen, man darf es nicht haben etc. Also da immer schauen, dass der Aufkleber droben bleibt. Ja, was gibt es denn da für coole Geräte? Wir haben jetzt hier den Guardian Angel 2, ein Top-Tierabwehrgerät. Man hat zwei Versuche. Man braucht da nicht viel beachten, einfach hier den Finger durchstecken und dann hinterdrücken. Einmal ganz durchdrücken, dann wieder vor und nochmal durchdrücken. Dann hat man die zwei Versuche ausgelöst und ist eine feine Sache für den näheren Bereich, für die Damenhandtasche und so weiter. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den JPX Jet Protector. Bei dem Tierabwehrgerät haben wir jetzt zwei Versuche. Funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Einmal Versuch 1 und wenn man dann ganz durchgedrückt hat, kommt der Versuch 2. Man kann jetzt einfach mal das Magazin runternehmen und jetzt sieht man Stift 1. Dann muss man wieder ganz vorlassen und jetzt der Zweier. Also das ist automatisch zwei Versuche, zwei Schuss werden ausgelöst. Dieses Gerät zum Beispiel gibt es jetzt auch in einer Behördenvariante. Da ist dann zum Beispiel noch ein Ziellaser dran. Wenn man jetzt diese Variante hat, fragt man sich ja, warum ist denn da hier so ein Schalterchen? Was hat das hier unten zu bedeuten? Ja, das ist halt die Zivilversion. Und bei der Behördenversion, da hat es dann alles seine Bewandtnis. Da kann der Ziellaser, der dann hier unten montiert wird, der wird dann damit aktiviert. Und ja, dadurch, dass jetzt hier auf der Munition Tierabwehrgerät steht und dadurch, dass es auf dem Gerät steht, nämlich hier Tierabwehrgerät, dadurch ist es erlaubt. Seid da im Allgemeinen vorsichtig, zum Beispiel im Ausland. Nur weil es jetzt bei uns erlaubt ist und andere Länder da vielleicht ein bisschen lockerere Waffengesetze haben, heißt es nicht, dass ihr jetzt automatisch damit nach Österreich oder in die Schweiz fahren könnt. Also der Jet Protector ist zum Beispiel in einigen EU-Ländern fällt er voll unter das Waffengesetz und ist bei denen, kriegt man da wirklich extreme Probleme, weil das, diesen Ausnahmeparagraf Tierabwehrgerät gibt es bei vielen Ländern nicht. Spanien zum Beispiel sind schon ganz einfache Pfeffersprays nicht erlaubt. Also da muss dann ein Finca-Besitzer, soweit ich das in Erinnerung habe, muss der dann einen Antrag stellen, dass er dann einen Pfefferspray pro Finca dann haben darf. Also da ist das in vielen Ländern sehr restriktiv gehandhabt. In einigen Ländern müssen die auch beim Händler zum Beispiel im Giftschrank stehen und so weiter. Also nur weil das jetzt bei uns als Tierabwehrgerät zählt, und da jetzt von vielen gedacht wird, ah ja, das ist ja bloß so ein kleiner Pfefferspray, in anderen Ländern ist das teilweise wirklich verboten, zu führen oder zu haben. Und da würde ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt außerhalb Deutschlands mich dann bewege, würde ich das dann auf jeden Fall abklären, ob man das in dem Land, das ich bereisen will, mitnehmen darf. Ja, insgesamt gibt es verschiedene Füllungen. Es gibt zum Beispiel Gelfüllungen, wie hier jetzt. Dann gibt es so richtige Spray-Varianten. Man erkennt es meistens an der Düse. Wenn die Düse größer ist, dann ist es meistens eine Spray-Geschichte. Und ja, also ich persönlich würde jetzt einem Laien keine Gel-Varianten empfehlen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Gel, das ist ein ganz, ganz feiner Strahl, der da rauskommt. Und das ist wirklich ein dünner Strahl, ähnlich wie man es kennt vom Fasching, diese Schlangenteile, die dann da rausgeschäumt werden. Und ja, also da muss dann schon einer wirklich abgebrüht sein, wenn dann so ein tollwütiger Fuchs oder was auf einen zukommt und demjenigen dann in den Hals beißen will und er nimmt dann ganz locker seinen Spray, wo ein ganz dünner Strahl rauskommt und trifft dem Hund dann oder dem Fuchs genau in den Augen-Mund-Bereich, weil da wirkt er am besten. Also da muss man schon wirklich gut zielen. Und deswegen würde ich jetzt für einen Laien Breitstrahlgeschichten empfehlen,
weil wenn das aggressive Tier auf einen zurennt und man den begründeten Verdacht hat, dass man jetzt gleich einen Biss in den Kehlkopf bekommt, dann braucht man einfach nur grob in die Richtung halten, runterdrücken, Pulle leer machen oder fast leer machen und dann ist die Gefahr gebannt. Wenn es jetzt so ganz dünne Strahlgeschichten sind, das ist eher was für Profis. Also das ist auch eine feine Sache. Ich würde so sagen, bei Wind haben jetzt beide nicht die ganz großen Probleme und wenn es einen Orkan gerade gibt und man muss sich dann gegen das Tier verteidigen, ja Gott, dann kann man immer noch die Pulle anderweitig verwenden. Aber das ist eher für Profis gedacht, die dann wirklich abgebrüht sind, wenn da mehrere Tiere sind als Beispiel, dass man dann sich ein Tier rauspicken kann und genau dieses Tier dann bearbeiten kann, in Anführungszeichen. Dafür sind eigentlich diese Gelsachen entwickelt. Also dass die sehr zielgenau sind und dass die Tiere nebendran, die sich nicht aggressiv verhalten, dass die eben den Strahl nicht abbekommen. Und also da würde ich für den Laien eine Breitstrahlgeschichte empfehlen, die, wo der Strahl möglichst breit rauskommt. So Fadenstrahlsachen sind auch in Ordnung, aber was halt wirklich ganz fein rauskommt, sind die Gelgeschichten. Bei dem hier ist es jetzt auch so, da haben wir jetzt hier eine Kartusche drin und auf diesen Kartuschen muss auch überall dann Tierabwehr stehen und da ist es so, dann einfach hier den Schalter auf Feuer, gut feuern tut ja da nichts in dem Sinne, aber dann einfach hinterdrücken und dann kommt hier ein feiner Strahl raus. Ja. Ansonsten gibt es da feine Sachen, da gibt es auch so Geschichten mit UV-Farbstoff. Das heißt, das ist interessant zur Beweisführung. Wenn man jetzt im Park von einem wilden Hund angefallen worden ist und macht die Pulle ordnungsgemäß leer, dass der Hund dann erstmal ein bisschen Ruhe gibt und es kommt dann die Polizei, dann kann die Polizei, die Herren, die können dann mit dem UV-Licht den Hund beleuchten und wenn der dann leuchtet, beziehungsweise der Farbstoff, der mit dem Spray auf dem Hund gelandet ist, dann weiß man, dass das definitiv der angreifende Hund war. Also ist auch sehr interessant zur Beweisführung, so Geschichten mit UV-Leuchtstoff ist immer eine feine Sache. Nun gut, allgemein kann man sagen, Notwehr sollte man immer parat haben, was man da darf, was nicht. Und der Notwehr, da kann man das verwenden, was man jetzt gerade im Moment braucht, um einen Angriff abzuwehren. Und eine Zaunlatte zum Beispiel hat jetzt auch keine BKA-Freigabe und ist speziell freigegeben zur Notwehr. Aber selbstverständlich sehe ich das schon so, dass da der Richter kein Problem haben wird, wenn das eben dazu verwendet wird, um den rechtswidrigen, gegenwärtigen Angriff abzuwehren. Nicht darüber hinaus, sondern es geht nur um die gegenwärtige Abwehr von einem Angriff. Ja, dann ansonsten würde ich sagen, von der Einstufung her, von der Altersgrenze, ich würde es jetzt nicht für Kinder vorsehen. Wir verkaufen die ganzen Geschichten alle ab 18, weil vom Führen her bei Jugendlichen soll es jetzt okay sein, wenn der Erziehungsberechtigte einverstanden ist. Allerdings steht da überall drauf, dadurch, dass es Druckbehälter sind, dass es nicht in die Hände von Kindern bzw. Kindern und Jugendlichen gelangen darf. Und deswegen würde ich da empfehlen, ab 18 erst führen, weil man kann da schon ein bisschen Schaden anrichten mit solchen Sprays. Und ja, wie das dann der Erziehungsberechtigte handhabt, je nach Gefährdungssituation, das ist ihm überlassen, da mische ich mich gar nicht ein. Ansonsten würde ich sagen, sind alles feine Tierabwehrgeräte. Wenn man da mal was ins Auge bekommen hat, absichtlich oder unabsichtlich, gibt es zum Beispiel so Sprays oder mit viel Wasser abwaschen
und viele Stoffe, die da drin sind. Da gibt es zum Beispiel dieses OC. Da ist es so, das ist hauptsächlich ein Bestandteil von der Chilischote. Von der ganz grauen Theorie her könnte man sich sein Fleisch würzen, wenn man es extra scharf haben möchte. Das heißt, das ist quasi ein Chili-Extrakt mit Flüssigkeit gemischt, damit es in einem schönen Strahl rauskommt. Und das ist eigentlich hauptsächlich scharf. Und ja, das heißt, zum großen Teil sollten die auch biologisch abbaubar sein. Man kann auch probieren, dadurch, dass die Stoffe zum großen Teil fettlöslich sind, dass man das zum Beispiel über Butter oder Margarine oder irgendwas Fettes, dass man das dann mit dem Fett sozusagen versucht wieder wegzukommen beim Tier zum Beispiel. Gut, die Hersteller schreiben eigentlich deckungsgleich Wasser und Seife. Ja, aber so Fett ist wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt. Ja, ansonsten gibt es noch die Tränengassprays zum Beispiel. Das ist oft eine Mischung aus CN und CS. Und da gibt es diesen Anti-Hund zum Beispiel, das ist eine Mischung aus CN und CS-Gas, ganz heftiges Zeug. Und das ist dann wirklich gasförmig, das heißt, es verteilt sich schön. Und da hat dann jeder Party, der da im Umkreis steht. Also das verteilt sich wirklich wunderbar. Jetzt so diese Pfeffer-Spray-Geschichten, Fadenstrahl-Geschichten, Gel-Geschichten, da ist es im Normalfall so, nur da, wo das Gel oder die Flüssigkeit auftrifft, nur da erzielt es eine Wirkung und verteilt sich jetzt nicht komplett im Raum. Also jetzt ein Tränengasspray zum Beispiel oder was in der Richtung, da ist eine BKA-Freigabe vonnöten in den allermeisten Fällen. Das erkennt ihr dann an dem BKA-Freigabezeichen. Und ja, also diese CN und CS-Geschichten, die verteilen sich komplett. Also wenn da einer eine Pulle aus Versehen oder was in einem Raum leer macht, das verteilt sich schön in dem Raum, ist meistens auch schwerer als Luft, das heißt, es setzt sich leicht ab. Wenn jetzt der zufälligerweise im ersten Stock ist, dann haben die im Erdgeschoss über den Treppengang, wenn da unten einer steht, haben die dann auch Party. Also da sollte man schon sehr aufpassen mit den Gasgeschichten. Das verteilt sich wirklich komplett in einem Raum. Und ja, da ist dann, ja, dementsprechend bleibt dann wirklich kein Auge trocken. Und diese Geschichten kann man relativ zielgenau einsetzen. Bei dem hier und bei dem, da kommen quasi so Gelbatzen raus. Das ist relativ zielgenau. Also das ist auch eher was für welche, die dann da ihr Adrenalin unter Kontrolle haben. Weil wenn man nicht trifft, genau auf den Augenschnauzebereich, dann hat man ein Problem, weil dann erzielt es einfach keine Wirkung. Bei jetzt solchen Geschichten einfach grob in die Richtung, da kommt dann eine richtige Fontäne raus. Da ist es eine feine Sache zur Tierabwehr. Ja, im Übrigen gibt es zu einigen Geräten, wo man sich nicht sicher ist, BKA-Feststellungsbescheide. Also der JPX Jet Protector, der zählt jetzt nicht zu den Anscheinswaffen, weil es keine Waffe ist, sondern ein Tierabwehrgerät, laienhaft formuliert. Das Ganze kann man auch nachlesen unter bka.de. Da dann auf Themen von A bis Z klicken, dann auf W wie Waffengesetz oder Waffenrecht und dann kommt man zu den sogenannten Feststellungsbescheiden. Und in den Feststellungsbescheiden ist all das geregelt, was so ein bisschen ja, nicht ganz so eindeutig ist. Wobei man da beachten muss, das sind jetzt nicht immer Gerichtsurteile dahinter, sondern das sind die Einschätzungen des BKA. Und das ist schon mal ein 99% Indiz, würde ich sagen. Ja, so einen coolen Test, wie die alle sprühen und so weiter, das mache ich ein anderes Mal. Und ja, wir sehen uns in alter Frische im Spezialdepot. Bis bald.